Hallo, wir sind Jenny, Jackie und Maxi. Wir leben und reisen seit 3,5 Jahren in unserem Wohnmobil. Seit einem Jahr sind wir nun komplett unterwegs, da wir uns eine Auszeit genommen haben. Während dieser Zeit trafen wir schon auf viele tolle Orte und auch Menschen. Und wenn ihr mögt, begleitet uns doch dabei. Ja, und ganz neu jetzt mit dabei und mit an unserer Seite ist der Figu. Ein kleiner Fusselgeigo. Komm rein, Schatz. Komm. Komm, Ben. Figu, Ben. Figu, Ben. Komm. Figus erste Begegnung mit dem großen Staubsauger. Kurzer Abstecher bei Enterprise, um zu klären, wie es weitergeht. Und siehe die zwei Kuschelhasen. Wer erkennt es? Links liegt Maxi, rechts ist Figo, der sich gerade wäscht. Ja. So, ich wollte duschen gehen, aber irgendwie gehen jetzt alle mit mir. Gehst du mit mir duschen, Schatz? Willkommen in Deutschland. Super Wetter. Wir fahren jetzt aber eben mal ein bisschen spazieren. Ja, in Ries. Ja. Supi. It's rainy day. Wahnsinn, wie hoch hier alles gewachsen ist. Mein Herz blutet. So sieht's aus, wenn Pico im Garten ist. Und die Oma den Garten fegt, den Rasen fegt. Junge, Junge, der macht überall Löcher, der Hund. Also, hier sind auch irgendwo... Figu, kannst du bitte aus der Hänge kommen? Du, darf ich auch mal gucken, was da ist? Du gehst aber nicht in Nester, ne? Ich möchte nicht, dass hier irgendwelche Vögel geärgert werden. Schatz, da kannst du nicht rangehen. Nein, auf gar keinen Fall. Geh mal zurück, komm mal. Achso, ich muss jetzt bezahlen noch, ne? Ganz, ganz viele Hunde. So, wir waren gerade bei Schwenner. Wir haben mal geschenkt bekommen. Dann haben wir gekauft Lammohren mit Fell. Lammohren mit Fell habe ich auch noch nie. Finde ich auch ganz schrecklich eigentlich. Aber so ist es ja nun mal. Dann haben wir Trainingshäppchen mit Lamm. Eigentlich zweimal noch ein Trainingshäppchen mit Lamm. Dann haben wir Hühnerfüße, davon gibt es gleich eins. Musst du eben warten, Schatz. Dann haben wir. Die haben wir auch gekriegt. Hornentücher. Mit Calendula. So. Rinder-Achillessehne. Die haben wir auch geschenkt bekommen zum Testen. Dann haben wir nochmal Endloswürstchen-Geflügel. Dann haben wir Rindergaumen. Dann haben wir Kamelhaut. Dann haben wir Pferdeaorta. Dann haben wir.
haben wir Rehhaut. Maxi. Und dann haben wir nochmal Endloswürstchen Geflügel. Und nochmal Endloswürstchen Geflügel. Und dann haben wir noch einmal für die Darmflora aufzubauen. Garon. Garon? Heißt das Garon? Garon? Garon, ne? Garon-Pforte. Und einmal Kompliment LM. Für den Hahn. Für Maxi. So, das war's. Und einmal Kakatüten in Pink. So, will keiner sehen die Rechnung? Ich muss sie sehen. Keiner gesehen. Noch mehr gekauft, aber das ist noch im Auto. Denn die Oma hat einen Kuschelsack gekauft. Ja, für die Jackie. Und dann haben wir noch zwei Kühlmatten. Und das war, ne? Ah ne, zwei Kühlmatten und eine Matte für unterwegs. Rinderohren haben wir noch gekauft mit Fell. Und dann haben wir einmal hier die große. Dann haben wir hier die große Kühldecke. Dann haben wir hier die große Kühldecke. Dann haben wir hier die kleine Kühldecke. Dann haben wir noch einmal Kalbsohren mit Fell und das ist der besagte Kuschelschlafsack für Jackie. Ach so, und dann haben wir noch die Reisedecke, wo die sich dann alle drei mal drauf kuscheln müssen. Guten Morgen, ihr Lieben. Mir ist kalt, ich bin in Deutschland. Ich habe hier sogar einen dicken Pulli drunter. Ich habe gar keine dicke Jacke bei, weil, also könnt ihr alles von meiner Mutter bekommen. Aber, sorry. Ja, ich wollte nur sagen, ich kann nicht immer jedem antworten. Also ich kriege halt gerade nicht geschissen, weil mein Stress ist leider noch nicht vorbei. Ich muss immer noch hier alles klären mit Wohnmobil, mit Leihwagen, mit mit allem. Irgendwie läuft es immer noch weiter, aber das ist nur ein Rasenmäher, Schatz. Bigo sieht ein Rasenmäher. Hör mal weiter, Schatz, aufpassen. Von daher, ich versuche immer hier Updates zu machen. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich nicht immer antworten kann. Ich gebe mir Mühe. Ja, ich habe noch nichts gehört von meinem Wohnmobil. Gar nichts, gar nichts. Im Prinzip weiß ich auch gar nicht, in welcher Werkstatt mein Wohnmobil ist. Also da darf man gar nicht, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Da war sie wieder zu Ende. Ja, im Prinzip weiß ich auch gar nicht, in welcher Werkstatt mein Wohnmobil ist. Ich habe da überhaupt noch nichts gehört. Ich habe mir natürlich ich wollte mir eine Visitenkarte geben lassen von dem guten Mann, der da mein Wohnmobil abgeschleppt hat. Der hatte aber noch nicht mal eine, nicht weder von sich noch von der Werkstatt, wo mein Wohnmobil hin ist. Im Prinzip habe ich meinen Schlüssel aus der Hand gegeben. Ich weiß nicht, also beim Gedanken daran wird mir echt schlecht. Da muss man sich mal reintun. Ich hoffe, es ist nicht zu windig hier. Ich hoffe, ich bin laut genug. Aber mein Wohnmobil steht jetzt irgendwo in Frankreich. Mit meinem Schlüssel. Mit allem drum und dran. Und ich weiß gar nicht, wo. Der Fiat Professional informiert mich über nichts. Die haben sich noch nicht einmal gemeldet. Die wollten mich gestern zurückrufen, haben sie natürlich nicht getan, wie immer. Ich weiß es nicht mehr, ich kann auch nicht mehr, ich kann einfach nicht. Guten Morgen, wir sind unsere Runde jetzt zu Ende gelaufen. Ich habe ein Riesenproblem mit meinem Platzspeicher, deswegen habe ich unterwegs nicht gefilmt. Ich mache den Mäusen jetzt was zu essen. Wir sind schon fertig. Da liegen sie alle. Ich bin gerade am Versuchen, meine iCloud, das stimmt auch alle nicht, geht alle nicht. Also irgendwie ist bei mir gerade so elektronisch, sagen wir mal, der Wurm drin. Alles andere ist zum Glück gut. Also besser so als andersrum. Ja, so sieht's aus. Ich bin bei meiner Mama so lange untergekommen, seitdem ich jetzt hier in Deutschland angekommen bin. Ich weiß gar nicht, überhaupt, ob ich überhaupt gefilmt habe, weil ich so viel jetzt bei Instagram gemacht habe, damit das nur kurze Videos sind. Naja, ich darf jetzt auch nicht zu lange reden. Bin auf jeden Fall bei meiner Mama seit heute Mittwoch. Ich bin Sonntagabend angekommen. Ja, seit Sonntagabend, also zwei Tage bin ich jetzt hier. Ne? Dreimal habe ich geschlafen. Logisch. Ja, so. Alles andere später. Mein Gott, ich muss mal eben hier ganz kurz filmen. Also, ihr haltet fest, ja, und ich zeige euch das auch. Aber da
ist ja Katastrophe. Also ich gucke nicht auf mein Handy, keine Sorge. Das halte ich einfach nur hier fest. Und ich hoffe, da ist alles drauf, was ich sagen will. Aber guck mal, ich nehme einfach nur ganz langsam den Fuß vom Gas und der bremst mich sofort ganz extrem runter. Finde ich total unangenehm. Finde ich ganz, ganz schrecklich beim Fahren gerade. Also ganz kurz Gas weglassen und der zieht richtig runter. Also finde ich total unangenehm beim Fahren jetzt, aber ist wahrscheinlich alles nur eine Gewohnheitssache. Ich glaube, das hatte ich damals schon, als ich den das erste Mal gefahren bin. Aber, boah, das ist ja der Wahnsinn. Also, das wäre nicht mein Auto. Obwohl, naja, wie gesagt, alles Gewohnheitssache. Wenn man sich dran gewöhnt hat, ist das vielleicht okay, ne? Aber, boah, anstrengend finde ich das. Aber auch jedes Mal ein anderes Auto zu fahren, von bis, aber das habe ich früher auch gemacht. Früher habe ich auch ständig irgendwie ein anderes Auto gefahren. Naja, hier sitzt. Ich war jetzt gerade bei, Junge. Also der bremst ja dann auch nicht nur runter bis auf 70, so viel wie er ist, sondern wenn du dann nur vorsichtig Gas gibst, der zieht dich ja runter bis zum Stand. Mann. Ja, ich war jetzt gerade bei Fressnapf. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiter filmen. Ich hatte da so schöne Anhänger geholt für die Mäuse. Bin aber dann so in einem Gespräch gewesen, dass ich da total vergessen habe, weiter zu filmen. Aber die zeige ich euch gleich. So, ich wollte gerade schon filmen, aber genau da waren hier die Hasen. Da muss ich wieder aufhören. Ja, wenn das mal alles hier... Da sind so schöne Gräben. Ach, so sind die. Warum ist denn da kein Wasser drin? Bei dem Regen kein Wasser? Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall kann man hier richtig schön laufen. Und das Geilste wäre natürlich, wenn das alles eingezäunt wäre. Ui, wäre das ein Traum. Und wenn die Hunde da ins Wasser könnten. Also so ein Park für die Hunde. Boah, das wäre mein Traum. Das wäre mein Traum. Ich würde gerne. Wart ihr schon mal auf La Manga bestimmt, ne? Und dann, oh, guck mal, da sind die Enten mit Babys. Und hinten auf La Manga ist ja auch so ein alter Golfplatz. Auch mit alt, ne? Zu und verlassen und auch mit so einem Bach, also mit diesen, na sag schnell hier, mit diesen angelegten Teichen. Und dann habe ich gedacht, wie geil wäre das bitte für die Hunde, wenn du daraus einen Stellplatz machst, allein für Hundeleute, die so mit Wohnmobil und Hund unterwegs sind und dann auch nicht zu viele, wirklich nur so, immer nur so, ja, keine Ahnung, 10 Wohnmobile oder so mit den Leuten. Ja, natürlich nur verträgliche Hunde. Und dass man da die Hunde laufen können, die Menschen da sitzen können mit den Füßen im Wasser, was weiß ich, und die Hunde mit im Wasser und ach, herrlich. Träumchen. Ja, sowas hätte ich gerne. So für die Hundemenschen, aber nicht zu voll, weil ich mag ja eigentlich keine Stellplätze. Campingplätze, es sei denn, die sind so klein. So klein und ja, dann kann man das mal machen. Also, ne, ich fahre ja hier in Deutschland, fahre ich auch auf Stellplätze. Wenn ich mal, wenn es nicht anders geht. Ja. Wer bist denn du? Schatti, komm mal her, komm zu mir. Lieber. Hi, hallo Jackie. Wo ist denn der Fibo? Maxi, Fibo, komm. Komm mal hier bei mir. Wartet ihr auf die Mama? Wartest du auf die Mama? Jackie, bleib bei mir, ne, Schatzi? Du bleibst bei mir. Das ganz nasse Öhrchen. Maxi? Fibo? Die Mama kommt gleich wieder. Die Mama kommt gleich wieder. Fein. Was ist denn, Maxi? Maxi, kennt ihr gar nicht, ne? Ihr macht nur eben den Köttel weg. Genau.
auf Mama, ne? Oh, was denn hier? Rent? Yes, baby! Ich leih mir ein Wohnmobil, mein Leben ist gerettet. Ich könnte gerade blären vor Glück. Yes! Ja, was ich euch erzählen wollte war, ich fahre jetzt mal kurz zu meinem alten Wohnmobilstellplatz, wo ich super gerne gestanden habe, weil der super nah ist, auch von meiner Arbeit super nah war. Ja, da habe ich immer gestanden. Da stehen ganz liebe Freunde von mir. Ja, Freunde, kann man schon sagen. Aus Bekannten werden Freunde, ne? Ja, doch. Also über den Bekanntschaftsgrad sind wir raus. Da fahre ich jetzt hin, aber die wollen definitiv nicht aufs Video. Das weiß ich schon vorher. Deswegen werde ich da nicht filmen. Aber ja, wie gesagt, der Platz ist echt schön ruhig. Man, jetzt nichts Besonderes, aber so, schauen wir mal. Hier bin ich auch noch nie ohne Wohnmobil drauf gefahren. Ach, richtig krass jetzt hier hinzufahren. Da ist er! Hier ist er. 6 Plätze, ist nicht viel, aber Friedhof, Kirche, Ruhe. Ja. Wow. Richtig hohe Reihen wieder hier. Mhm. Also, mein Örtchen, wo ich herkomme. Das ist aber wohl eine Figur, Schatz. Schatz, das ist Jackie. Kommst du bitte hier hin? Das ist nur eine Figur. Schatz, schau mal. Komm mal her. Das ist nur eine Holzfigur.
eigentlich ganz schön, meine Heimat, oder? Ja. Doch, hier kann man schon schön laufen.